Thomas Brück, der Umweltdezernent der aktuellen Fairhandelshauptstadt Saarbrücken, hat die Idee von entwicklungspolitischen Gruppen aufgegriffen, dass die Polizei nur noch fair gehandelte Uniformen tragen soll. Aber es geht noch weiter. In Zukunft wollen die Freunde und Helfer nur noch mit Petro, dem Gummiknüppel aus fairem Handel, prügeln. Peter, die saarländische Polizei setzt in Zukunft nur noch Gummiknüppel aus fairem Handel ein. Was sagt die globalisierungskritische Bewegung dazu? Wir unterstützen dieses Vorhaben der Bullenschweine absolut. Jeder Schritt in eine gerechtere Welt ist uns willkommen. Passen die fairen Knüppel zu dem Motto Politik mit dem Einkaufskorb? Unbedingt. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Man könnte es Politik mit dem Gummiknüppel nennen. Wie bewerten Sie die Pläne der Polizei, mehr Wert auf die Produktionsbedingungen der Gummiknüppel zu legen? Wir sehen es absolut positiv, dass die Vertreter dieses kapitalistischen Unterdrückungssystems einen Schritt in die richtige Richtung tun. Aber bei aller Euphorie, das ist erst der Anfang. Wir verlangen, dass die Helme der Einsatzkräfte aus nachwachsenden Naturmaterialien, die fair gehandelt werden, hergestellt werden. Was bedeutet der Einsatz der fairen Knüppel für die globalisierungskritische Bewegung konkret? Für uns ist es eine erhebliche Erleichterung bei den Demonstrationen gegen das Schweinesystem. Dadurch, dass die Gummiknüppel ausschließlich aus Naturkautschuk hergestellt werden, sind sie somit schadstofffrei. Und die Demonstranten bekommen bei Treffern auf unbekleidete Hautpartien keine starken Hautirritationen. Dadurch müssen wir uns nicht mehr so stark vermummen. Gerade das ist im Sommer ein großes Problem gewesen und hat viele Teilnehmer abgeschreckt. In Zukunft ist es dadurch möglich, bei Einsätzen mit dem Wasserwerfern Badekleidung zu tragen. Dadurch versuchen wir nochmal jüngere Teilnehmer zu locken. Vielen Dank für das offene Gespräch.